Sex haben können. Wir alle wissen, dass Frauen dazu fähig sind, Kinder zu kriegen. Sie kriegen im Geschichtsunterricht beigebracht, dass Männer zielstrebig und wichtig sind. Welche wichtigen Beiträge die Frauen geleistet haben, wird im Unterricht völlig totgeschwiegen. Wir Frauen werden dazu erzogen, unser Geschlecht zu hassen. Uns wird nicht beigebracht, wie man richtig verhütet. Abtreibung wird als Mord dargestellt und wie wir mit einer ungewollten Schwangerschaft umgehen sollen, wird uns nicht gezeigt. Mädchen, die während ihrer Schulzeit schwanger werden, sind nicht verantwortungslos, sondern wurden nicht über ihre Möglichkeiten aufgeklärt. Oft schaffen junge Mädchen wegen solchen Dingen ihren Schulabschluss nicht. Sie werden von ihrem gesamten Umfeld diskriminiert. Doch die meisten SchülerInnen können es sich nicht leisten, nicht schwanger zu werden. Verhütungsmittel sind viel zu überteuert. An die Pille zu kommen, wenn man unter 16 ist, ist fast unmöglich. Und ab 18 kostet es wieder Geld. Zudem ist das Einkommen von Frauen niedriger als das von Männern. Das System lehrt uns, an klischeehaften Rollenbildern festzuhalten. Niemand darf aus dem Rollenbild rausfallen, ansonsten werden sie gemobbt und fertig gemacht. Die Männer sollen arbeiten gehen und Frauen sollen sich um Kinder und den Haushalt kümmern. Wir Frauen werden von dem System komplett ausgebeutet. Wir wollen das nicht länger mitmachen. Die antirassistische Bewegung weiß es eben fordert. Antisexistischen und aufklärenden Unterricht, kostenfreie und gut zugängliches Verhütungsmittel oder eine sexismusfreie und aufklärende Gesellschaft. Raise your fist, raise your voice, my body, my choice.